In diesem Video hat die Dashcam eines Lastwagens genau den Moment eingefangen, in dem ein Überfall stattfand. Das Video zeigt deutlich, wie mehrere Personen entlang der Autobahn eine improvisierte Straßensperre aus Baumstämmen errichten, um Autofahrer zum Anhalten zu zwingen. Bei den Verantwortlichen handelt es sich um mehrere illegale Einwanderer, die verärgert waren, weil kürzlich ein von ihnen errichtetes Lager abgerissen wurde. Sobald der LKW anhielt, kletterten sie auf die Leitplanke und bewarfen den Fahrer mit Stöcken, Steinen und sogar Betonbrocken. Glücklicherweise schaffte es der Fahrer, die Straßensperre zu passieren, obwohl er angab, in diesem Moment um sein Leben gefürchtet zu haben. Und leider erlitt er mehrere Wunden durch Gegenstände, die durch die Windschutzscheibe geschleudert wurden, sodass er schließlich einen Arzt aufsuchen musste. Ein US-amerikanisches Ehepaar aus Utah ist auf einer unbefestigten Straße in Kenia unterwegs, als sie auf einen verdächtigen weißen Lieferwagen stoßen, der vor ihnen abbremst. Als sie sich dem Lieferwagen nähern, rennen drei maskierte Männer mit Macheten auf das Fahrzeug zu. Der Ehemann, der zu diesem Zeitpunkt der Fahrer des Fahrzeugs war, sagte, dass einer der maskierten Männer eine Pistole hatte, aber glücklicherweise konnte der Ehemann schnell reagieren und entkommen. Die Frau des Mannes und seine drei Kinder waren schockiert über das, was gerade passiert war. Das folgende Dashcam-Video zeigt ein Mercedes-Benz-Fahrzeug. Die Kamera nimmt auf und ein kleines graues Fahrzeug ist zu sehen, das hinter dem Mercedes Fahrt aufnimmt. Aus dem Nichts überholt der graue Wagen den Mercedes, biegt in die Fahrspur ein und prallt fast gegen die seitliche Leitplanke. Der Fahrer des grauen Fahrzeugs streckt den Arm aus dem Fenster und wedelt mit etwas, das wie eine Axt aussieht. Es kommt eine Axt. Stay. Yeah. What are you doing? Oh, fuck off. Keep distance, bro. Are you ready, Chucky? Are you here? Der Mann mit der Axt fordert die beiden anderen Männer im Auto auf, anzuhalten, aber die Männer beschließen, dem Fahrer zu entkommen und auf der Autobahn zu wenden. Der verrückte Fahrer jagt die beiden Männer im Mercedes mit Vollgas. Die beiden Männer schaffen es schließlich, einen kurzen Abstand zu dem wahnsinnigen Fahrer zu halten, aber dann wird es noch schlimmer als zuvor. Das graue Fahrzeug nimmt hinter den beiden Männern immer mehr Fahrt auf, bis es schließlich in das Heck des Mercedes knallt. Die beiden Männer geraten noch mehr in Panik und beschließen, die Polizei zu rufen und Hilfe zu holen. Die beiden Männer fahren weiter und entfernen sich so weit wie möglich von dem Fahrzeug. Dann wird gezeigt, wie der verrückte Fahrer ein letztes Mal in den Mercedes kracht. Das Fahrzeug des Verrückten verliert die Bodenhaftung und kommt von der Straße ab, sodass die beiden geschockten Männer dieses Mal endgültig entkommen können. Die Polizei untersuchte das folgende Filmmaterial und nahm den aggressiven Fahrer einige Tage später fest. Die Polizei fand außerdem heraus, dass das Fahrzeug des Mannes nicht einmal zugelassen oder versichert war. Das Ergebnis für diesen wahnsinnigen Fahrer war eine 2-jährige Haftstrafe. Am 2. April 2015 fuhr Paul in seinem Ford Mustang auf der Autobahn zu seiner Arbeit, als ihm plötzlich übel wurde. Er bekam einen Tunnelblick und merkte, dass etwas nicht stimmte, also schaltete er den Tempomat aus. In diesem Moment wurde ihm schwarz vor Augen und er wurde während der Fahrt ohnmächtig, während sein Fuß auf dem Gaspedal zum Liegen kam und es zu Boden drückte.
Er verfehlt nur knapp einen Strommast, der sein Leben hätte beenden können, und fährt bewusstlos in ein Feld weiter. Dann wird er zurück auf die Autobahn gelenkt, kann aber zum Glück den Hügel nicht überwinden. Als er in Richtung Zaun zurückfährt, kommt er schließlich wieder zu sich, legt die Hände ans Lenkrad und tritt auf die Bremse. Dies war das erste und einzige Mal, dass Paul einen Blackout hatte. Eines der vorbeifahrenden Autos bemerkte ihn auf dem Feld und hielt an, um ihm zu helfen und die Polizei zu rufen. Er wurde in die Notaufnahme gebracht. Es wurden mehrere Tests durchgeführt, um festzustellen, was den plötzlichen Bewusstseinsverlust verursacht hatte. Es stellte sich heraus, dass die Hauptursache ein erblich bedingter niedriger Blutdruck war. Paul wurde behandelt und konnte sich vollständig erholen. Im Februar 2015 fuhren diese beiden LKW-Fahrer auf der Autobahn, als ein weißes Auto schnell auf sie auffuhr. Er positionierte sich vor ihnen, sodass sie gezwungen waren, ihren LKW ganz anzuhalten. Sie dachten, der Mann im Inneren des Fahrzeugs wolle ihnen etwas sagen, zum Beispiel, dass ihre Bremslichter nicht funktionierten oder so etwas. Doch als sie anhielten, stieg niemand aus dem weißen Auto aus. Er umrundete die beiden Trucker und hielt direkt neben ihnen, wobei er zeitweise sogar den Gegenverkehr blockierte. Die Person im Inneren des Autos war nun deutlich zu sehen, aber sie saß einfach nur da und starrte sie an. Sie befürchteten, dass der Mann eine Waffe hat und beschließen wegzufahren. Daraufhin hält der weiße Pickup direkt vor ihnen an. Die LKW-Fahrer sind gezwungen, rückwärts zu fahren, um auszuweichen. Sie versuchen, das Nummernschild zu erfassen, aber es ist nicht ganz sichtbar. Nach ein paar Sekunden, in denen er einfach nur dasteht, fährt der weiße Pickup zurück, um mit dem LKW gleich auf zu sein. Die LKW-Fahrer nutzen die Gelegenheit und versuchen wegzufahren. Als sie losfahren, rammt der weiße Pickup ihren hinteren Anhänger, was vermutlich ein Versuch ist, sie zum Anhalten zu bewegen. Aber sie fahren weiter und hängen schließlich den weißen Pickup ab. Ein Stück weiter die Straße hinunter parken sie und warten auf das Eintreffen der Polizei. Als diese eintrifft, beginnen sie mit der Suche und finden den weißen Pickup ein Stück weiter unten am Straßenrand. Sie hielten den Mann darin fest und verhafteten ihn, nachdem sie das Video gesehen hatten. Die Polizei stellte später fest, dass der Mann nicht bei klarem Verstand war. Dieser Sattelschlepper stand untätig am Straßenrand, als die Überwachungskamera ein silbernes Auto aufnimmt, das vor ihm herfährt. Das Auto wird geparkt und ein Mann steigt aus. Er geht auf den LKW zu und als er sieht, dass sich niemand darin befindet, geht er zur Fahrertür. Sie war nicht verschlossen. Der LKW-Fahrer war draußen, um möglicherweise einen Reifen zu wechseln oder seinen hinteren Anhänger zu inspizieren. Der Mann durchwühlt die Sachen des LKW-Fahrers, bevor er zu seinem Auto zurückläuft und eine schwarze Tasche mitnimmt. In diesem Moment bemerkt der LKW-Fahrer, was vor sich geht, und verfolgt den Mann.
Nachdem er in die Beifahrertür eingestiegen ist und losgefahren ist, hält der Wagen aus irgendeinem Grund an und der Mann wirft die Tasche auf den Boden. Das Auto fährt dann weiter, während der Trucker seine Tasche zurücknimmt. Das Nummernschild war auf dem Video nicht vollständig zu sehen, sodass die Polizei nichts unternehmen konnte. Diese Dashcam-Aufnahmen wurden am 29. Juli 2016 um 5 Uhr morgens gemacht. Der LKW-Fahrer befindet sich in Calais, einer Stadt in Frankreich, die an der schmalsten Stelle des Ärmelkanals liegt. Er ist auf dem Weg zu einem Hafen, der ihn über den Kanal nach Großbritannien bringen wird. Als er weiterfährt, bremst der LKW vor ihm plötzlich, woraufhin der LKW mit der Dashcam auf die Hupe drückt. Kurz darauf tauchen mehrere Männer mit Taschenlampen auf der Straße auf, die den LKW mit Steinen bewerfen, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Sie benutzen sogar Äste als Straßensperren. Der LKW fährt durch die Äste hindurch und hält nicht an, da er weiß, dass er sonst verletzt werden könnte oder Schlimmeres. Bei den Männern am Straßenrand im Video handelt es sich um eine Bande von Migranten, die mit allen Mitteln versuchen, ins Vereinigte Königreich geschmuggelt zu werden. Sie errichten Straßensperren, werfen Steine gegen die Fenster von Lastwagen, stellen sich auf die Straße und versuchen so, Lastwagen zum Anhalten zu bewegen. Wenn sie erfolgreich sind, setzen sie verschiedene Waffen ein, um die LKW-Fahrer zu bedrohen, damit sie sie über die Grenze schmuggeln. Berichte über diese Vorfälle, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose, gehen in letzter Zeit recht häufig ein. Viele andere Dashcams von Lastwagen, die durch dasselbe Gebiet fahren, haben ähnliche Vorfälle aufgezeichnet. Hier sehen wir das Dashcam-Video eines geparkten Fahrzeugs mitten am Tag im Oktober 2014. Aus der Tonaufnahme wird deutlich, dass jemand im Auto sitzt, denn man hört, wie das Fenster heruntergekurbelt wird, gefolgt von den Worten des Fahrers, wie unheimlich die Situation ist. Und dann wird klar, worüber der Fahrer spricht. Wie man sieht, läuft ein Mann mit einer beunruhigend aussehenden Maske um das Fahrzeug herum. Nach Angaben der Fahrerin waren noch 5 weitere Personen mit derselben Maske zu sehen, die von der Dashcam nicht eingefangen wurden. Zunächst scheint es, dass die Fahrerin das Ganze für einen Scherz hält, denn man hört sie lachen. Doch dann schlagen die maskierten Männer eine Scheibe des Wagens ein und rauben der Fahrerin alle Wertsachen. Die ganze Zeit über sind die entsetzlichen Schreie der Fahrerin zu hören. Dieses Dashcam-Video wurde in Russland aufgenommen. Ein Fahrer hält seinen LKW am Straßenrand an, um ein Rad auszuwechseln. Dabei bemerkt er, dass dasselbe Fahrzeug mehrmals an ihm vorbeifährt. Der Fahrer befürchtet, dass derjenige, der sich darin befindet, böse Absichten hat und geht die Straße hinauf, um ein Stahlrohr zu finden, mit dem er sich im Fall der Fälle verteidigen kann. Kurz darauf fährt das Auto erneut vorbei, doch dieses Mal hält es an. Im Inneren befanden sich 3 Banditen. Einer von ihnen, der in einem Trainingsanzug zu sehen ist, geht auf den LKW zu und versucht vom Fahrer Schutzgeld zu erpressen, weil er ihr Gebiet durchquert. Doch der Fahrer bleibt in seinem LKW und ruft andere LKW-Fahrer in der Nähe zur Unterstützung. Fünf Minuten später reagieren mehrere LKW auf seinen Hilferuf. Nun, da er Verstärkung hat, steigt der Fahrer aus seinem LKW aus und stellt sich den Banditen mit seinem Stahlrohr entgegen. In der Zwischenzeit stürmen weitere LKW-Fahrer heran und hindern die Banditen am Rückzug. Mit fast 20 Truckern kippen sie das Auto der Banditen um.
Das Auto bleibt auf dem Kopf stehend am Straßenrand liegen, während alle Trucker sich zurück auf den Weg machen, nachdem sie den LKW-Fahrer aus einer möglicherweise lebensbedrohlichen Situation gerettet haben. Diese Dashcam-Aufnahmen wurden am 25. Juni 2021 gemacht. Der Vorfall ereignete sich in Waverly, Kansas, während eines der Sommergewitter in diesem Bundesstaat. Der Wagen folgte einem Jeep, als sie sich einer Kreuzung näherten. Als das Auto langsamer wird, schlägt plötzlich ein Blitz in den Wagen ein. Vier Blitze schlugen kurz hintereinander in das Fahrzeug ein. Sofort danach gehen alle Lichter im Auto aus, da die elektrische Anlage ausgefallen ist. Im Türgriff entstand ein Loch und die Reifen des Wagens wurden durch die Elektrizität, die durch sie hindurchging, um auf den Boden zu gelangen, zerfetzt. In dem Auto befand sich eine fünfköpfige Familie. Keiner von ihnen erlitt irgendwelche Verletzungen. Viele Autos verfügen heutzutage über Sicherheitseinrichtungen, die das Innere des Fahrzeugs stoßfest machen. Trotzdem war es nicht mehr fahrbar. Die elektrische Anlage war völlig zerstört.